Hallo liebe Top-Familie und herzlich willkommen zurück hier, oder was heißt zurück, herzlich willkommen hier zur ersten Folge Villa der Liebe 365 Tage zum Verlieben. Ja, es ist endlich soweit, ihr müsstet hier mal mein Setup sehen, eben hier so by the way, denn das Ding ist, mein Mikro ist nicht hier, da ist nicht da, mein Mikro ist zwar da, aber ich kann es euch noch nicht mal zeigen, denn es steht hier in einem Küchengerät drin. Mein Mikrofonarm ist gestern Abend gebrochen. Wollte ich erstmal schnell ein neues bestellen, weil ich bin halt echt aufgeschmissen ohne es. Ja. Aber wir reagieren jetzt auf die erste Folge. Ist Premiere, ich habe es so drei, vier Minuten jetzt verpasst. Ist aber egal. Ich freue mich jetzt auf die erste Folge, von daher... Los geht's. Und noch ein bisschen vom Countdown mitbekommen. So. I will be the last to fall. Stark. I won't shed a tear for them to see. BHs, Unterwäsche, Nachthemden. Oh, das nicht gefällt mir. Das sitzt hier wie bei Hangover Bachelor und gleich reißen wir in der Zeit zurück. Ich sehe schon kommen. Meine Lieben. Ihr müsst jetzt keine Angst haben, ne? Wenn ihr euch jetzt einfach ein wunderschönes Outfit anzieht. Dann okay. Wird nichts passieren. Wo sind wir? In einem Schloss, ne? Wurden wir entführt? Nein. Das hier ist eine Chance. Ihr habt die Chance, die einflussreichsten und ja, generell reichsten Jungs eurer Generation zu daten. Ich will sofort hier weg. Nein! Okay. Die Mädchen sind Scharfschützen, ne? Und wenn ihr versucht zu fliehen, dann wird das zappenduster. Dann gibt's einen Headshot. Und dann ist alles vorbei. Die Entscheidung ist also Tod oder Liebe. Da würde ich mich ja immer für Liebe entscheiden. Das mit der Brille gefällt mir. Das hat sowas von so Professoren, finde ich. Wisst ihr, was ich meine? Oder so Lehrerin. Das hat so einen Stil. Lipgloss auftragen. Versuchst nicht zu fliehen. Ist die ganze Staffel kostenlos auf TV Loping. Ja. Da ist jetzt bestimmt das Problem. Wisst ihr, ich könnte bestimmt auf die ganze Staffel reagieren, aber das Ding ist, bestimmt lässt es TV Now nicht zu. Ist so das Ding. Bei Join, ich sag mal, da ist vieles öffentlich. Ich weiß nicht, ob man Join jetzt so mit TV Now vergleichen kann. Ist ja das Ding. Weil sonst könnte ich auch schon auf die ganze Staffel reagieren. Ich guck mal, in welchem Tagesabspann, Abstand die Folgen kommen. Donnerstag kommt mein neues Mikrofonarm.
Weil dann könnte ich auf die ganzen Folgen reagieren und krass Klassenfahrt und dann kann ich mich wirklich den ganzen Monat zurücklehnen. Denn ich habe schon 16, 17 Videos aufgenommen und etwa jetzt im Voraus für den Special Dezember. Dann ist das so ganz gut. Aber das lass mal meine Sorge sein. Außer ihr wisst doch schon mehr. Dann könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben. Namen weiß ich gar nicht, muss ich zugeben. Ah. Hast du dich verlaufen, Kleines? Nein, habe ich nicht. Was machst du denn hier? Ich habe dich in der Schule vermisst. Das ist mittlerweile schon ein Jahr her, seitdem du deinen Abschluss gemacht hast. Aber das ist ganz egal. Wir haben jetzt genug Zeit, um alles nachzuholen. In den kommenden 365 Tagen. Ich habe so Kopfschmerzen. Du hast wohl das Beruhigungsmittel nicht richtig vertragen. Hier, lutsch das. Ich weiß schon immer, dass du ein Stalker bist. Dass du aus einer Drogenfamilie stammst. Du solltest die Chance lieber wertschätzen. Du dürftest gar nicht hier sein. Du könntest zur größten und einflussreichsten Clanfamilie in ganz Berlin gehören. Aber egal. Du lernst schon noch, mir zu gehorchen. Jetzt komm. Das Intro oder immer noch nicht? Ja. Neo und Greta. Okay. Ben und Luis. Alex und Janine. Alter, ja. Also wir jetzt schon die Namen hier. Becker und Maximus. In 10 Stunden vorher das Treffen mit Massimo. Aber so ein kleines Roller, so ein Buggy. Männer, wie versprochen, das Schloss, da ist es. Leute, ist er jetzt eigentlich schon da? Keine Ahnung, ich weiß selbst nicht. Ich weiß ja jetzt gleich, kommt David Schulz. Hab ich schon gelesen. Herzlich willkommen. Eine kleine Rede vorbereitet, Männer. Wisst ihr, ich bewundere wenige Menschen. Aber euch, euch bewundere ich. Und warum? Weil ihr für eure große Liebe kämpft, Männer. Ja. Oder? Fuck so. Ja. Jungs, nur noch einen Tag. Dann ist morgen. Und morgen ist es soweit. Morgen früh entführt ihr die Liebe eures Lebens. Morgen früh ist es soweit. 365 Tage später wird es eure Frau sein. Oder Mann. Achso, ja. Oder Mann. 365 Tage später oder Mann. Ja. Werdet ihr ein perfektes Leben haben. Eine Familie gründen. Kleine Babytiger als Haustiere haben. Nackt Pizza bestellen. In verfickten Schokobrunnen baden. Gefällt dir das? Aber sowas von. Sag's laut. Aber sowas. Ja, Mann! Sag mal, wurde dabei nicht deine Frau umgebracht? Ja. Aber bei jedem perfekten Plan steht das eigene Leben auf dem Spiel. Und auch andere Leben. In meinem Umfeld kratzen alle ab. Mein Vater, meine Freundin, meine große Liebe, ja sogar mein Meerschweinchen. Ist mir jetzt ein ganz kleines bisschen unangenehm, aber irgendwie bist du was wie ein Idol für mich. Hast du vielleicht ganz kurz Lust, ein Bild zu machen oder so? Boah, ja, Mann, so ein Selfie auf Insta würde so heftig abgehen. Also Jungs, wo war ich? Frauen würden das nie zugeben. Aber irgendwie finden sie Unterdrückung so ein bisschen geil. Aber eigentlich müsst ihr die Frauen unterdrücken, wie verdammte Tiere handeln. Ja, sie müssen euch aus der verdammten Hand fressen. Okay. Jeder Mensch. Geht in die Dunkelheit. In der Dunkelheit
stecken neue Möglichkeiten. Neue Entdeckung, ein neues Leben. In der Dunkelheit steckt Freiheit! Freiheit. Männer, Freiheit. Freiheit. Dafür können wir klatschen, oder? Du auch, klatsch jetzt, okay? Klatsch jetzt. Wisst ihr, ein Jahr. Fun Fact, hier David Schulz, der jetzt hier gerade Massimo spielt, der hat tatsächlich letztens so vor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Wochen, sage ich mal so, ich weiß es nicht mehr ganz genau, tatsächlich so für 2-3 Folgen bei GZSZ mitgespielt. Fand ich richtig geil. Ich habe ihn sofort erkannt. Das erste Mal gesehen habe ich ihn bei Guten Morgen Internet. Bei Kelly und Sturmwaffel. Finde ich auf jeden Fall geil, wie er so rumkommt, muss ich zugeben. Finde ich cool. Finde ich echt cool. Gefällt mir. Komplette Isolation. Und dann keine Eifersucht. Kein Fremdgehen. In der Dunkelheit gibt es nur was? Was gibt es in der Dunkelheit? Vollkommene Liebe. Vollkommene Liebe. Genau das. Also, Jenna, ist das ein Deal? Ist das ein Deal? Ihr holt euch jetzt die Frauen, die ihr wollt. Okay? Oder Männer. Oder Männer. Oder Männer. Ja, scheiß drauf. Komm. Okay. Ah, scheiß drauf. Okay, nice. Schlossplatz. Ah, jetzt sehen wir die Entführung. Mein links! Mein links! Alter, man sieht unter der Maske einfach nichts! Ja, so entführt man euch jemanden. Los, Leo, bist du bereit? Ey, da. Komm! Komm! Ja, also verschiedene Szenarien, wie die jetzt entführt werden. Ob der das besser hinkriegt? Ja. Ganz allein hier, Babyboy? Nein, ich bin mit dir. Ey, gefällt mir. Nummer 2. Oder war das jetzt schon 3? Ich habe jetzt eben tatsächlich eine Sekunde nicht. Oh geil, lass dich fallen. Könnt ihr mich vielleicht helfen? Ist das eine Entführung? Nein, nein, ich bin ihr Freund, ich darf das. Nein, ich bin ihr Freund. What the fuck, als ob das dann... Ja, wisst ihr, ich stehe so daneben und sehe gerade irgendwie, wie irgendwie so eine Freundin oder ein Freund von mir aus, sag ich mal, so gerade auch so ein Tuch rüberbekommt. Ich würde doch dem Entführer sowas von eine klatschen und dem, sag ich mal, irgendwie so eine geben und nicht noch so fragen, wollen Sie sie entführen? Nein, nein, ich bin ihr Freund. Also so rein von der Logik her. Aber... Okay, aber ja. Aber das hat schon wieder diesen komödiantischen Effekt auf jeden Fall. Also dieses komödiantische, wo man lachen muss. Und jetzt so, ja, ja, okay, wir helfen dir hier. Wir machen die Tür auf, du kannst sie da reinwerfen. Ich bin ihr Freund, keine Sorge, ich darf das mit dir machen. Als ob. What the fuck? Jetzt. Ja, das waren eben 2. Ich hab dann nur bestimmt das nicht gesehen. Da sind die 4. Und was passiert hier jetzt? Vielleicht sollten wir abhauen. Jetzt bekommen die Augenbinden, glaube ich. So, dann ist jetzt Zeit für ein bisschen Digital Detox. Ich würde gerne einmal die Mobiltelefone einsammeln. Vielen Dank. Her damit. Danke.
Herzlichen Dank. Danke sehr. So, es gibt hier ein paar Regeln. Ihr dürft die Zimmer nicht verlassen. Es sei denn, euer Partner ist bei euch, ja? Dann könnt ihr euch mit dem Partner durchs Schloss bewegen, aber niemals allein. Heftig war das bei Laura nicht im Film. Binden anzulegen? Tische? Im Film war es so, boah, jetzt muss ich darüber überlegen, ist jetzt schon ein bisschen her. Im Film war es so, zuerst durfte sie, aber das Ding ist, dass sie halt immer wieder irgendwie so auch ausbüchsen wollte, ist so das Ding. Und dann hat Massimo, wurde er strenger und dann irgendwann in dem Sinne hat sie sich auch gebeugt und dann haben die, sind die auch noch zusammen weggegangen. Aber selbst lieber das nicht. So zu Beginn auch gleich. Einmal. So. Genau. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Na, ist erstmal ein bisschen Fummelarbeit, das ist dann so. Ja. Genau, super. Ne? Seemannsknoten. Seemannsknoten, jo. Herein, Herrschaften. Also von der Atmosphäre her, gute Musik auch. Keine Angst. Oh, guck mal, eher so voll höflich, so, keine Angst. Och, wie niedlich hat der denn das gesagt? Das war ja voll süß. Ich weiß, das zerstört gerade voll die Stimmung, aber das hat der auf jeden Fall voll süß gesagt. Gefällt mir. Da so ein bisschen, erst so streicheln und dann so zack mit mir. Du kannst die Augenbinde jetzt abmachen. Doris! Neo? Der CEO höchstpersönlich. Aber wieso ich? Ich arbeite doch nur in deiner Kantine. Süß. Heute bist du aber CEO. Und zwar, CEO, ein Geschenke auspacken. Guck mal, ich hab dir was vorbereitet. Zum einen ein Kleid, das kannst du danach gleich mal anziehen. Und ein, zwei Geschenke. Kannst du mal öffnen. Okay, also im Film war es ja so, Massimo hat Laura das erste Mal ja richtig vor ein paar Jahren ja so gesehen. Weil er hat sie ja gesehen, so am Strand, an dem Tag, wo sein Vater gestorben ist. So bei diesem, ich sag mal, Hinterhalt. So. Und dann eben so diese Verbindung, er sieht sie wieder, hat sie irgendwie wieder erkannt und deswegen hat er sie ja entführen lassen. Hier ist es so. Boah, jetzt komme ich schon mit, kann ich nicht die Namen. Jedenfalls bei der Blonden, sage ich jetzt mal. Dass sie Abitur gemacht hat und daher kennen die sich und hier Neo arbeitet in irgendeiner Firma und sie arbeitet wohl in der Kantine. Das heißt, da gibt es immer so Verbindungen, woher man die kennt oder woher die sich so gegenseitig kennen. Das heißt, man kann sagen, also sie arbeitet zumindest für ihn und es geht ja eben in dem Format darum, 365 Tage zum Verlieben, dass die halt eben so ausgesucht haben, in die oder die möchte ich mich verlieben, mit der möchte ich zusammen sein. Und dann wurde das ja eben so alles inszeniert aufgebaut. Also etwas andere Storyline, aber so das gleiche Prinzip. Finde ich cool. Was ist da drinne? Eine Kette? Ja. Ja. Darf ich sie umbinden? Bin noch so ganz unsicher hier.
Bist du verrückt geworden? Du glaubst auch, dass man sich Liebe erpressen oder kaufen kann? Ja, das glaubt er, glaube ich. Du kannst die Augenbinde jetzt abnehmen. Oh, er ist ganz lieb. Alex? Ja, also, das ist jetzt, glaube ich, der unangenehmste Teil in meinem Leben. Weil kennen die sich? Ich als dein bester Freund muss dir beichten. Janine, ich liebe dich. Ah, okay. Also, das heißt, einmal ehemalige Schulkameraden, einmal sie arbeitet für ihn in irgendeiner Firma, sage ich jetzt mal, das wissen wir nicht genau. Kann ja auch, keine Ahnung, Drogenkartell sein, aber das kommt nicht hin wegen Kantine. Ihr wisst aber, was ich meine. Und die beiden sind beste Freunde und er so, hier, Janine, ich bin verliebt in dich. Er gefällt mir aber gerade so am meisten. Also erstmal so auf den ersten Blick. Die anderen auch, aber was mir bei den anderen so gefällt, ist so dieses Feuer, so dieses Dominante irgendwie so, wie es auch in dem Film ist mit 365 Tage. Und hier ist es so dieses Einfühlsame. Und dieser Kontrast. Den gefällt mir beides echt ganz gut. Und du hast 365 Tage Zeit, um dich auch in mich zu verlieben. Sodass aus Freundschaft Liebe wird. Ach, schön. Was findest du eigentlich? Das ist doch total krank. Anscheinend habe ich mich in der Person am meisten getäuscht, der ich alles anvertraut habe. Ey, Janine. Du kannst nicht abhauen. Wir müssen heute Nacht versuchen, irgendwie zu fliehen. Ja, ja. Kommst du? Dass sie uns nichts anmerken. Hast dich verirrt? Ich suche meine Freundin, Becker. Die hat eine Affäre, die geht dir gerade fremd. Und du glaubst nicht, dass zwischen uns vielleicht mal mehr laufen könnte als nur Freundschaft? Denkst du wirklich, dass mir das hier gefällt? Oh, so voll in Angst. Das war hier aber die erste Folge und die hat mir echt gut gefallen, muss ich zugeben. Also war echt toll, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde mal so für mich gucken, wie viele Folgen es gibt. Weiß noch nicht, in welchem Tagesablauf die jetzt kommen. Also kommen jetzt die Folgen hier immer dienstags und donnerstags. Das Klassenfahrt beginnt ja jetzt Freitag und das Klassenfahrt dann Freitag, Montag, Mittwoch. Weiß es noch nicht. Wir werden sehen, wieso der Abstand ist, weil dann kann ich auf jeden Fall auf alle Folgen reagieren und hochladen. In diesem Rhythmus dann, wenn ich es weiß. So, das war die erste Folge. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und Glocke zu aktivieren. Ich hoffe, der Ton ist so in Ordnung. Ich schrei vielleicht förmlich, sage ich mal ein bisschen. Aber dadurch, dass das Mikro nicht ganz bei mir steht, ist so das Ding. Deswegen bin ich auch ein bisschen weiter so. Kann mich nicht so ganz zurücklehnen, deswegen werde ich dann ein bisschen lauter. Ich hoffe trotzdem, das geht so. Donnerstag habe ich jetzt wieder meinen Arm, dann kann ich das hier alles wieder richtig auch einstellen. Gut, aber bis dahin. Oder auch nicht bis dahin, aber auf jeden Fall. Was ist mit diesem Video? Ihr wisst, was zu tun ist. Kanal ist unten in der Beschreibung verlinkt, checkt es auch. Auch dann der Link zu TV Now, den werde ich euch dann reinkopieren, falls ihr euch auch schon vorab die Folgen anschauen wollt. Und bis dahin bleibt mir noch zu sagen, euch einen schönen Abend. Später, nicht vergessen, denn heute ist der erste. Später kommt für euch das erste Video zum Special Dezember. Da wünsche ich euch viel Spaß bei und mir bleibt dann nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie, bis zum nächsten Mal rein und tschüss.